Ja, liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder schöne Streifen. Es ist jetzt anderthalb Wochen her. Vor anderthalb Wochen haben wir gedüngt. Dann sind wir in den Urlaub gefahren über Pfingsten. Und dann habe ich am Dienstagabend das erste Mal wieder gemäht. Und heute am Freitag Mittag das zweite Mal gemäht. Und es ist schon beeindruckend. Die Probablüte ist vorbei. Es gibt nur noch ganz wenige Blütenstände, die jetzt hier aus dem Rasen herausschießen. Ganz wenige Saatköpfe der Poa. Ja, man sieht aber immer noch viele, viele braune Gräser hier in der Fläche. Das täuscht immer unheimlich auf den Videos. Da sieht das immer ganz toll aus. Aber wenn man genau von oben drauf guckt, dann sieht man schon noch hier und da braune Flecken. Das sind die toten Reste der vertrockneten Poa. Das ist denn jetzt schon wirklich der ehrlichere Blick auf die Fläche. Die Sonne knallt von oben. Du kannst tief reingucken, siehst unten in der Fläche überall die braunen Halme, das abgestorbene Gras hier, die vertrocknete Poa, überall hier tote Poa, teilweise blüht sie noch. Ja, das ist tatsächlich dann der richtige Blick. Ja, ich war jetzt gerade wieder bei einem Zuschauer, bin ich mal vorbeigefahren und der hat gesagt, oh, mein Rasen, der sieht so schlecht aus. Und ich sagte dann, was willst du denn? Ist doch super, er ist noch nicht so ganz so dicht. Aber er hatte kaum braune Halme, hatte hier und da noch ein paar lückenhaften Stellen. Ja gut, da kann man ein bisschen nachsehen. Aber der Anspruch, ich glaube, der Anspruch, der ist so hoch und der wird auch aus meiner Sicht durch das Internet, durch diese Social-Media-Kanäle, durch Instagram, durch YouTube, wird auch hier diese Erwartungshaltung so hochgeschraubt, dass, ich sag mal, jeder von euch das Gefühl hat, wir haben immer alle den perfekten Rasen und ihr müsst ihn auch haben. Und ich merke das auch, wenn irgendwelche Fans mich besuchen, ja, dann gucken sie, ja, also, er sieht schon toll aus, sagen viele, sieht schon toll aus, aber es ist eben ja nicht so, nee, nicht so unglaublich toll, wie es viele, viele Fotos suggerieren. Es gibt sicherlich ein paar Flächen, die sind richtig toll. Und man muss aber auch immer schauen, was steckt da für ein Aufwand drin? Was steckt da für ein Geld drin? Was macht derjenige wirklich, um so eine Fläche hinzukriegen? Ist das noch vertretbar? Ja, wenn es vertretbar ist, machen, nachmachen. Ich neige auch dazu, alles hier super perfekt zu haben. Und dann kann auch schnell der Spaß an der Sache vergehen. Und das ist das Letzte, was wir wollen. Genau. Man muss das entsprechend, hallo Schatz, man muss das entsprechend ja richtig mit einem nüchternen Auge, mit einem ganz gelassenen, entspannten, positiven Blick beurteilen. Und man muss es kritisch hinterfragen. Hinterfragt mich kritisch. Ich habe auch viele Sachen schon verändert, die ich gesagt habe. Hinterfragt die anderen kritisch, was sie tun, warum sie es tun, warum sie glauben, das ist richtig. Ja, und dann schauen wir am Ende, wie sich das weiterentwickelt. Traumhaft. Oh. Schön, schön. Ja, dann geben wir mal einen schönen Cut hier. Also mal gerade mähen.
hat auf jeden Fall schöne Streifen. Wie faszinierend. Na du, guckst du, wo die Würmchen sind? Ja, wie schön Würmchen sind. Wie cool.